Guten Abend, hier ist der zweite Wiener Gemeindebezirk, hier ist das Ernst-Happel-Stadion. Ja, der Kampf um Platz 2 in der Tipico-Bundesliga, der läuft auf Hochtouren. Heute ein Duell zweier Mannschaften, die Anspruch auf diesen zweiten Platz erheben. Rapid gegen Sturm Graz. Altach hat am Nachmittag vorgelegt mit dem Heimsieg gegen den WRC, ist augenblicklich wieder auf Platz 2 zurückgekehrt. Rapid gegen Sturm, das ist natürlich immer ein Duell mit viel Brisanz in der Bundesliga. Zwei lautstarke Fangemeinschaften, wir hatten sie schon im Bild, die Grazer mit vielen Fans da, der Fansektor von Rapid heute noch geöffnet, wahrscheinlich beim kommenden Heimspiel, kommenden Mittwoch gegen Altach dann eben nicht. Hoffen wir, dass heute nur das Flutlicht leuchtet bei diesem Topspiel Rapid gegen Sturm. Rapid hat am vergangenen Sonntag mit dem 1:1 gegen die Admira Auswärtspunkte liegen gelassen. Ja, ja, Trainer Barisic ist einer, der gerne entwickelt. In der Südstadt hat er Ferdinand Weinwurm ausgepackt. Heute stellt er doch wieder den etatmäßigen Rechtsverteidiger Mario Pavelic von Anfang an auf. Jan Novota ist wieder voll bei Kräften, gibt sein Debüt im Kalenderjahr 2015 im Tor des Rekordmeisters. Stefan Schwab kehrt zurück in die Anfangsformation anstelle von Dominik Widra und Luis Schaub darf anfangen. Er kommt statt Dini Alla auf der 10er-Position angepasst und seine Rücknummer in die erste Elf. Natürlich spricht alles über Robert Beric, den Ex-Grazer. 15 Tore hat er gemacht bereits in dieser Saison. Natürlich sprechen auch viele über ihn, über Roman Kilast. Zurückgekehrt nach einem nicht zufriedenstellenden Stint bei der Wiener Austria und vor einer Woche beim Comeback im schwarz-weißen Dress gegen Wiener Neustadt als Joker gleich getroffen. Kilast war mit Sturm und mit Rapid österreichischer Fußballmeister. Also wenn es um Motivation geht, braucht man den Langen, glaube ich, nicht an die lange Leine hängen. Luftballons machen viel Spaß. Christian Grazei hier links im Bild, der Sturmtorhüter. Übrigens der einzige, der seit der Rückkehr von Franco Foda als Sturm-Cheftrainer, das ist heute Spiel Nummer 11, bis jetzt alle Sturmpartien durchgespielt hat in der Liga. Spricht auch für viel Rotation. Vielleicht erleben wir bei den Graziern ja heute sogar einen oder beide neuen Legionäre. Dieter Mucknamer aus Oberösterreich wird dieses Spiel leiten. Zum ersten Mal in der Liga in dieser Saison nicht Manuel Schüttengruber. Robert Beric wird dankbar sein. Dafür ist Schüttengrubers Bruder Clemens mit von der Partie. Stefan Stangl ist der zweite Assistent. Schöne Choreografie auf der einen, viele Fahnen auf der anderen Seite. So zwischen 14.000 und 15.000 Zuschauer, schätze ich mal, sind da. 30.000 Karten wurden aufgelegt. Dieses Kontingent wurde bei Weitem nicht ausgereizt. So, der lauteste Mann bei Rapid Heimspielen, Andi Marek, ist auch da. Also ein Spielbeginn steht nicht mehr allzu viel im Wege. Die Luftballons sind in der Luft und wir spielen Mauserl bei der Seitenwahl. Bitte, Platzwechsel. Wir wechseln. Achso, ihr habt ein Ball, alles Gute. Erster Zweikampfsieg für den Sturmkapitän Michael Madl. Sturm wechselt die Seite und leider haben wir schon wieder bengalische Feuer. Diesmal im Sturmsektor. Noch ist auf der anderen Seite Ruhe. Ich denke, Rapid ist derart vorbelastet, was diese Pyrotechnik, die Verbotene, betrifft, dass das hoffentlich auch so bleibt.
Aber ich habe schon einmal gesagt, manchen gibt es daher im Schlaf, manchen eben nie. Na ja, gut, wenn man sich so einnebelt, hat man selbst schuld. Umstellungen bei Sturm gegenüber dem 3:3 gegen Wiener Neustadt. Simon Piesinger auf der Offenbacher Position im zentralen defensiven Mittelfeld, weil Offenbacher die Position von Stankovic übernimmt. Schmerböck auf dem linken Flügel, den haben wir gerade gesehen, statt Gruber. Und Marco Stankovic eben nur auf der Bank. Rapid ganz in grün in der ersten Hälfte, von rechts nach links. Thanos Petzos. Also heute der einzige richtige Sechser im Vergleich zum Spiel in der vergangenen Runde. Stefan Schwab doch ein Spieler, der etwas offensiver orientiert ist als Dominik Widra. Erster Ballkontakt auch für den Rapid-Trainer. Erste Chance für Rapid. Louis Schaub hatte sie. Das war eine gute. Dreiviertelminute gespielt, das Ganze nach einem Einwurf. Da schläft die Defensive von Sturm aber ganz schön. Ja, und das größte Problem von Louis Schaub ist eben das Tore schießen. Die Drehung schön, aber dann doch direkt auf Christian Grazer, der da lange stehen geblieben ist. September hat er seine einzigen beiden Bundesliga-Tore in dieser Saison erzielt. Schaub, beide da in Wiener Neustadt beim 5:1 Sieg. Freistoß, Sturm Graz. Daniel Offenbacher macht es nicht, es macht schick und er macht es gar nicht mal so unschick. So etwas wie die erste Halbchance für die Gäste. Also, was so Strafraumsituationen betrifft, geht es hier ganz gut los. Ich denke, da ist Edom Bonci aus dem Abseits zurückgekommen, aber müßig darüber zu diskutieren, weil Rapid den Ball hat. Oh, Kainz gegen Ehrenreich. Was macht Dieter Muckenhammer mit Martin Ehrenreich? Er schließt ihn aus. Zweieinhalb Minuten gerade mal gespielt. Sturm in Unterzahl. Ganz interessant, der vierte Platzverweis, den Dieter Muckenhammer in dieser Saison ausspricht. Alle bei Spielen mit Sturm- bzw. Rapid-Beteiligung. Das war ein gefinkelter Pass, Kainz nicht im Abseits, aber ob das jetzt wirklich ein Foul von Martin Ehrenreich war, nochmal genau hingeschaut, naja, mit dem Knie. Aber wenn Muckenhammer hier faul pfeift, dann muss er Ehrenreich einfach auch rot zeigen. Hey, Hofmann mit dem Freistoß, tückisch abgefälscht. Jetzt warten wir diese Ecke ab, dann schauen wir uns an, wie das jetzt taktisch bei Sturm ausschauen wird, ohne den rechten Verteidiger. Den Eckstoß tritt wie den Freistoß zuvor Steffen Hofmann. Den tritt er nicht so toll, aber Edom Bonci kann den Ball nicht behaupten. Hofmann nochmals. Dann mischt sich Bright Edom Bonci ein. Oh, legt sich den Ball sehr weit vor. Kainz wieder nicht im Abseits. Ja, und dann ein sehr energisches Tackling von Daniel Offenbacher. Ja.
Also gerade mal 4 Minuten gespielt und dieses Spiel macht seinem Namen oder seinen Vorschusslorbeeren alle Ehre. Allein diese Bilder sprechen schon dafür. Nächste Gelegenheit nach der zweiten Ecke von Hofmann. Stefan Schwab hatte sie. 3 Bundesliga-Saison-Tore, alle per Kopf. 1 Tor im Cup, natürlich gegen Sturm Graz per Kopf, aber den Kopfball hat er nicht gut gesetzt. Die beiden Teams treffen wir heute bereits zum 4. Mal aufeinander. In der Liga gab es hier ein 1:1, in Graz einen 3:1-Sieg für Rapid. Und 4 Tage nach diesem Auswärtssieg hier im Appelstadion das Cup-Achtelfinalspiel, das Rapid durch ein frühes Traumtor von Stefan Schwab mit 1:0 gewonnen hat. Wenn ich da jetzt so runterschaue, dann hat Thorsten Schick die Position von Martin Ehrenreich rechts in der Viererabwehrkette bei Sturm eingenommen. Franco Foda denkt da also noch nicht an einen Wechsel. Hat auch für diese Position eigentlich kaum eine Alternative. Christian Grazer hat eine Lösung, Robert Beritsch hat keine. Ball noch heiß, Elfmeter, oder? Gelb, Hofmann, Schwalbe. Ja, wieder kein Abseits, da ist Spendlofer zu spät rausgelaufen. Ja, Beric mit der Gelegenheit, Grazer reagiert da zweimal wirklich gut. Und dann kommt das lange Bein von Simon Biesinger. Puh. Ein paar Sekunden Zeit, um hier Luft zu holen. Durch den Rauch aus dem Sturm-Fansektor ist die Luft nicht allzu frisch, die wir hier atmen dürfen. Rapid mit ruhigem, kontrollierten Spielaufbau gegen einen numerisch geschwächten Gegner. Zoran Barisic verteidigt dieses Quergeschiebe in der eigenen Hälfte mit der Aussage, dann öffnet sich einer von 3 Korridoren im Spiel nach vorne und dann können wir Druck machen. Also Korridor, wohl einer links, einer in der Mitte und einer rechts. Jetzt geht es mal durch die Mitte. Stefan Schwab mit einer guten Spielverlagerung auf den rechten Flügel, aber dort kein guter Ballkontakt von Mario Pavelic. Andreas Müller, der Rapid-Sportdirektor, ja so etwas wie Stammkunde im 1-Euro-Shop in Grödig. Tomi und Husbeck schon im Einkaufskörberl. Und das Dress von Stefan Nutz liegt dort auch noch in irgendeinem Wühltisch. Also aus dieser Position, glaube ich, richtig erkennbar, dass kein Kontakt da ist. Dass Hofmann das ausgespreckte Bein von Piesinger hier zum Anlass nimmt, drüber zu fliegen, so gesehen. Letztlich diese Entscheidung von Dieter Muckenhammer richtig. Gelb für die Vorspiegelung einer falschen Tatsache. Das sind die Rapid-Ergänzungsspieler. Stefan Stangl ist heute wieder im Kader. Der hat wegen einer Blase an der Ferse die Partie bei der Admira verpasst. Philipp Brosenik darf mal wieder unter die ersten 18 und der Ferdinand Weinwurm vergangenen Sonntag mit Bundesliga-Debüt heute gar nicht dabei. Der nächste Eckstoß für Rapid, der dritte bereits, der dritte von dieser Seite, der dritte, den Steffen Hofmann ausführt. Variante mit Beric, Ball lang in der Luft, Grazer hatte viel Zeit, da rauszukommen.
Lohmann. War etwas zu steif gespielt, von der Idee her nicht so schlecht. Schauen wir noch auf die Sturmergänzungsspieler. Erst zum zweiten Mal Marko Stanković nicht von Anfang an dabei. Beim ersten Mal gab es ein 0:0 gegen Wiener Neustadt. Und die angesprochenen neuen Legionäre Oschipko und Kamawaka brennen auf ihr Bundesliga-Debüt. Donis Avciai hatte seines ja schon vor einer Woche gegen Wiener Neustadt. Aufgrund der Unterzahl versucht der Sturm nicht allzu hoch zu pressen in diesem neu formierten 4-4-1. Jetzt gab es für Thorsten Schick eine auf die Rübe. Ja, das war schon ein Foul von Schrammel, der da in der Sprungbewegung von Schick einfach mal gegen das Popschall des Gegenspielers stößt. Pfui. Schrammel schon wieder im Ballbesitz. Keins erneut nicht im Abseits. Also der ist immer genau an der Abseitskante. Und dadurch noch natürlich auch extrem gefährlich, wenn er den Ball im Lauf in den Fuß gespielt bekommt. Erneut Florian Kainz. Sehr auffällig in der Anfangsphase. Dann Robert Beric, gut gestört von Schick, auf Kosten einer weiteren Ecke. Wieder eine Variation, diesmal über Schaub. Und da ist Schwab. Und jetzt verrammelt Sturm Graz mit fast allen Feldspielern dort den eigenen Strafraum. Traut sich Sturm doch etwas früher drauf zu gehen. Amel Hacic hat das unternommen. Übrigens der Platzverweis für Martin Ehrenreich war nicht der früheste in dieser Saison. Den darf nach wie vor Mario Sondleitner für sich beanspruchen. Noch nur 96 Sekunden, damals in Altach. Übrigens Schiedsrichter, damals wie heute Dieter Muckenhammer. Nach wie vor geduldig gegen den dezimierten Gegner. Zoran Barisic schneidet immer noch das Spiel breit. Keins, etwas unpräzise für Schwab. Jetzt mal über rechts, über Hofmann. Da kann sich Klemm einmischen und dann auch noch den ersten Eckstoß von der rechten Seite verhindern. Jetzt könnte Sturm endlich mal agieren. Bisher hat die Mannschaft nur reagiert. Läuft Schmerbeck sehr lange mit dem Ball. Schick, der
vorne nur Edom Wonji. Und der erste Kontakt mit der Brust nicht der beste. Biesinger. Ja. Dankbarer Ball für Jan Novota. Steffen Hofmann. Er zieht da zwei Gegenspieler auf sich. Nur keine Rüde-Attacke von Anil Hajic, aber es war wohl ein Foul. Wenn Hofmann ins Zentrum zieht, das ist hier der Fall, dann hält er für meinen Geschmack den Ball einfach zu lange. Verhindert so, dass Rapid offensiv Tempo machen kann. Jetzt braucht es eine Idee. Versucht der Doppelpass mit Stefan Schwab. Und Pavelic gut gelöst. Wieder Mario Pavelic. Boah, eine Gurke für Grazai, aber die restlichen Ingredienzien für einen Gurkensalat fehlen. Etwas Glück für den Sturmtorhüter. Der hat mit viel gerechnet, aber nicht, dass der Pavelic den Ball so quer spielen wird. Schrammel hat viel Zeit, den Ball zur Mitte zu bringen. Rissgelegenheit. Robert Beric da an der ersten Stange. Also es scheint hier nur eine Frage der Zeit zu sein, wann Rapid in Führung geht. Hat sie sicherlich mit einem Pass in den Rückraum von Pavelic gerechnet. Gut ist gegangen, nichts ist geschenkt für den Steirer Burm und schon wieder Eckstoß für Rapid. Und der nächste folgt nicht sogleich, Torabstoß. Naja, Rapid aus Standards eigentlich sehr gefährlich in dieser Situation und mit den Ecken der Wings einfach nicht funktionieren. Bestes Beispiel dieses 0:0 gegen die Admira hier im Herbst. Da hat der Rapid 15 Eckstöße im ganzen Spiel. Das ist nach wie vor ein Liga-Höchstwert in dieser Spielzeit. Fußballkünstler in der Offensive, Schmerböck mit dem Ballverlust, der aber nicht wehtut. 18 Minuten gespielt, Rapid hält augenblicklich bei einem Ballbesitz von fast 90% gegen einen Gegner, der seit Minute 3 nur noch zu 10 unterwegs ist. Netter Vergleich, 138 Pässe hat Rapid jetzt gespielt, Sturm Graz gerade mal 23. Aber es steht noch 0:0. Beim Heimspiel gegen Ried gab es die rote Karte für den Gegner erst nach einer Viertelstunde, allerdings damals auch postwendend Strafstoß für Grün-Weiß. Gesagt habe, der Kampf am Platz 2 in der Liga ist voll entbrannt.
Platz 1 fest in Salzburger Hand. Morgen das Salzburger Derby. Grödig nicht daheim und doch zu Hause, wenn man die Bullen Arena als Ausweichstadion für Heimspiele hernimmt. Das Ganze um 16 Uhr. Live für Sie aufbereitet, auch in HD-Qualität. Ich darf Sie herzlich einladen, mit dabei zu sein. Also Sturm hat sich jetzt irgendwie erfangen, schafft es auch in der gegnerischen Hälfte, den Ball ab und zu in den eigenen Reihen zu halten. Nur mit dem entscheidenden Pass nach vorne ist es noch nichts. Aber ich denke, die Grazer sind augenblicklich mal hochzufrieden, dass es 0:0 steht. Wer kann sich nun verdenken? Schrammel. Gute Flanke. Keiner schlägt so viele Flanken in der Bundesliga wie Thomas Schrammel. Vielleicht mit Louis Schaub halt wieder der falsche Abnehmer dafür. Aber der Kopfball war gar nicht mal so übel. Eine kurze Unterbrechung, weil Christian Graze noch das Schuhwerk richten muss. Bis da die Handschuhe mal ausgezogen sind und wieder angezogen. Das braucht seine Zeit. Braucht sehr viel Zeit. Gelöst von Adam Bonci, diese 1 gegen 1 Situation, holt er einen Freistoß raus und das ist vielleicht in der augenblicklichen Situation wohl die beste Gelegenheit für Sturm auch torgefährlich zu werden, sprich aus einer Standardsituation. Kurze Absprache zwischen Schick und Offenbacher. Schick macht's. Ja, Madl bringt den Ball zur Mitte zurück, aber Edom Bonci vergabelt sich dort. Aber gut erkennbar, das sind so einstudierte Freistoßsituationen, wo der kopfballstarke Innenverteidiger ganz drüben lauert, um den Ball zur Mitte zurück zu köpfeln. Ja, und es gibt gleich die nächste Freistoß. Gelegenheit mit diesem Trikottest des Ex-Sturmspielers Florian Kainz. Wieder macht Schick. Auch das eine einstudierte Variante, die allerdings dann keinen glücklichen Abschluss findet. Natürlich hat Offenbacher hier versucht, den Ball direkt zu nehmen, hat ihn einfach schlecht getroffen. Aber diese Minuten in der gegnerischen Hälfte mit Standards, mit dem Hauch einer Torchance, sollten dem Spiel der dezimierten Grazer hier Ruhe und Sicherheit geben. Die erste Abseitsentscheidung im Spiel betrifft Robert Beric. Das hat Stefan Stangl richtig erkannt. Schade, dass der Rapidler Stefan Stangl heute
nicht im Spiel ist. Aber vielleicht kommt er in der zweiten Hälfte auf der linken Seite und hat dann sehr viel Blickkontakt mit seinem Namenskollegen. Schwab gut gelöst. Grazei hat das allerdings auch früh erkannt und spielt das sehr gut mit. Ja, Sturm wird mutiger, ganz klar erkennbar. Maximilian Hofmann hat da in Anbetracht des wuchtigen Gegenspielers Edom Wonschi leichte Panik aufgerissen und so gibt es den ersten Eckstoß für die Grazer. Nach Ecken hat Sturm immerhin schon 6-mal in dieser Saison getroffen. Nur der Wolfsberger AC hat da eine bessere Quote. Cornerschütze Marc-André Schmerböck, ein Held von morgen. Ja, der war ganz gut gezirkelt in den Torraum, aber eben nicht gut genug. Diesmal gibt es keine Ecke. Nette Idee von Christian Klemm, aber im Endeffekt hat das herzlich wenig gebraucht. Thanos Petzos musste da eigentlich nur mal böse schauen. Das kann er gut. Billiger Ballverlust, Piesinger. Ja, rechts keine Anspielstation, war nicht einfach für den jungen Mann. Probiert mit Schrammel. Diesmal kommt Schaub über den linken Flügel, weil sich Kainz auf der anderen Seite aufhält. Also das Passspiel von Simon Piesinger ist absolut ausbaufähig. Bitter, wenn man in der Vorwärtsbewegung so schnell und leichtfertig die Kugel verliert. Er hat sich geschickt angestellt, Schaub, aber da ist keine Rede von Foulspiel. Aber da ist die nächste Abseitsentscheidung gegen Robert Peric. Ein kurzer Kontakt an der Hose, aber der war sicherlich nicht dafür ausschlaggebend, dass Schaub dann zu Boden geht, auf dem Hosenboden. Kontrolle haben wir festgestellt, dass auch diese zweite Abseitsentscheidung von Assistent Stangl eine richtige war. Naja, gleich eine halbe Stunde gespielt. In den ersten 10 Minuten ist es ja zugegangen wie im Rucksack des seligen Luis Trenker. Nur mittlerweile hat diese Partie an Fahrt verloren. Das liegt zum einen daran, dass Rapid hier nicht mehr in der Lage ist, wirklich Druck zu machen auf die dezimierten Grazer. Das hat den zweiten Grund, dass Sturm Graz mit Vordauer dieser ersten Hälfte immer mehr an Sicherheit gewonnen hat.
wieder ohne Spielpraxis in diesem Kalenderjahr 2015. Maric hat ihn gut vertreten, war beim Gegentor bei der Admira meiner Meinung nach ohne Abwehrmöglichkeit bei diesem 100.000 Euro Schuss des Thomas Weber. Passball Biesinger angekommen, aber Edom Wonschi kann diese Anspiele nicht entsprechend verwerten. Selten in der Lage, den Ball zu kontrollieren. Vor allem, weil der erste Kontakt meistens so ausfällt, dass die Kugel da schon ein, zwei Meter wegspringt. Eine Alibi-Flanke des Rapid-Kapitäns mit dem Kupplungsfuß. Ich denke, da hat Dieter Muckmahmer Sturm aber jetzt einen anständigen Vorteil abgepfiffen. Offenbacher nimmt es mit Humor. Er hat die 31. Minute überstanden. Warum sage ich Ihnen das? Weil er beim 1:1 hier am 9. August in Minute 31 ausgeschlossen wurde. Ja, und apropos Rot, da ist das erste Bengalo-Feuer im Rapid-Sektor. Mal, dass bei diesem einen Rufer in der Wüste bleibt. Freistoß Sturm. War keine schlechte Idee, da Spendelhofer in Szene zu setzen. Schrammel war gut beraten, hier hurtigen Schenkels den Rückweg anzutreten. Und so kommt Sturm Graz zum zweiten Eckball. Während im Gästefansektor auch ein Lichtlein brennt. Ecke Schick. Okay. Eine Bruchlandung im Rapid-Strafraum von gleich zwei Sturmspielern. Geht Dieter Muckenhammer mal nachfragen. Bei Lukas Spendelhofer. Hallo, wie geht's? Denke, beide Innenverteidiger gehen da zu Boden. Zunächst Spendelhofer, ja, und dann Madl, der sich hier auf ein Duell mit drei Rapid-Spielern einlässt. Nach Studium dieser Zeitlupe, sage ich mal ganz offen und ehrlich, freiwillig ist Spendelhofer da nicht zu Boden gegangen. Aber die Sturmreklamationen waren auch endenwollend, sehr schnell endenwollend. Hofmann, das war Foul von Schick an Florian Kainz, der jetzt wieder seine angestammte Position auf dem linken Flügel übernommen hat. Und dass Schick kein gelernter Außenverteidiger ist, das hat er schon in einigen Situationen hier unter Beweis gestellt. Vor allem was das Stellungsspiel betrifft. Das war so ein richtig schönes taktisches Foulspiel. Freistoß Hofmann ungefährlich.
Max Hofmann zurück auf den Kapitän. Rammel startet im richtigen Augenblick. Schaub gegen Madl, der macht das ganz routiniert. Staub trocken von Michael Madl. Da gibt es für Louis Schaub kein Durchkommen, da ist die Tür zu. Petzus wieder mal böse geschaut, ist sich da keiner Schuld bewusst, dass dieser Zweikampf mit Bisinger als faul ausgelegt wird, aber er zieht ihn an der rechten Schulter und somit ist die Entscheidung Freistoßsturm die richtige. Keins da jetzt vorhatte, mit dieser Frühlingsrolle Ende Februar. Bisinger nützt wieder seine Reichweite. Und der Bonsche muss schon wieder seinem eigenen Ball hinterherlaufen. Jetzt gibt es den Einwurf für Sturm Graz. 36 Minuten gespielt. Rapid hatte hier bis zu 87% Spielanteile, das ist in den vergangenen 20 Minuten merklich zurückgegangen. Das, was nach wie vor bei Sturm richtig hapert, ist die Passgenauigkeit, die liegt unter 60% und dadurch ist es natürlich schwierig, selbst hier aktiv und torgefährlich zu werden. Aber mittlerweile hat man auf den ersten Blick nicht mehr den Eindruck, dass da eine Mannschaft in Unterzahl zu Werke geht. Sturm Graz hat einen Tag weniger Regenerationszeit bis zum nächsten Bundesligaspiel. Schon am Dienstagabend wieder im Einsatz beim Heimspiel gegen die Wiener Austria. Auch das natürlich live und auch in HD-Qualität für Sie, liebe Zuschauer, ab 6:30 am Abend aufbereitet. Rapid darf dann am Mittwoch ran, wie schon eingangs erwähnt, gegen den SC Altach wieder so ein Spiel in diesem brisanten Kampf um Platz 2. Die Abseitsentscheidungen von Magister Stefan Stangl sind bis jetzt 100%ig korrekt. Gemacht, der Doppelpass funktioniert auch, dann mischt sich kurz Max Hofmann ein und da ist der erste Schuss der Grazer auf das Tor von Jan Nowota am heutigen Abend und das war kein schlechter, überhaupt eine gelungene Aktion. Edom Bonji, kurz Maximilian Hofmann, der den Ball allerdings nicht kontrollieren kann und dann sofort die Schusschance genützt von Daniel Hofbacher. Schick mit dem Maschinenfuß. Tja, weiterlaubter Unschuss. Aber das war richtig gut aus spitzen Winkel. Auch sehr stark reagiert vom baumlangen Jan Nowota. Wenn wir gerade beim ersten Schuss der Grazer aufs gegnerische Tor waren, Rapid hat zwar insgesamt schon 7 Mal versucht, den Kasten von Christian Grazer zu treffen, aufs Tor,
sind von diesen 7 Versuchen allerdings lediglich 2 gekommen. Ja, aber jetzt die Möglichkeit für Peric, Abseits. Aber wieder toll reagiert von Christian Grazer, der sich da natürlich nicht auf die Anzeige des Assistenten verlassen konnte. Und es ist wieder richtig. Diesmal hauchdünn, aber er war vorne. Also was Kainz in der Anfangsphase ein paar Mal geschafft hat, so gerade eben kaum noch im Abseits zu sein, das gelingt Robert Peric nicht. Das ist bereits seine 3. Abseitsposition in dieser Partie. Und es ist rund 20 Minuten her, dass Rapid zuletzt eine wirkliche Torchance in diesem Spiel hatte. Falls sie später dazugekommen sind, Martin Ehrenreich schon in der 3. Minute nach der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, einem Foul an Florian Kainz, mit Rot runter. Dann hatte Rapid wirklich starke 10 Minuten, hat Sturm da eingekesselt im Grazer Strafraum. Aber je länger diese erste Hälfte gedauert hat, desto besser ist Sturm Graz reingekommen, hat kaum mehr etwas zugelassen und ist seinerseits aktiv geworden und hatte eben diese Möglichkeit durch Daniel Offenbacher vor kurzem. Jetzt hat Steffen Hofmann den Ball. Peric mit Schuhgröße 52 hätte er den vielleicht erwischt. Dieses Rochieren der 3 offensiven Mittelfeldspieler, Kainz, Schaub und Hofmann, bringt Sturm Graz nicht wirklich in Verlegenheit. Kainz jetzt wieder mal über rechts. Hofmann zentral mit dem Feldpass. Und dann mit dem Foul an Edom Wonji. Jetzt hat er mal etwas mehr Freiraum auf der rechten Seite. Die Einladung für Schmerbeck zum Doppelpass wird nicht angenommen. Sollte der eine oder andere Rapid-Fan unter Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt schon ungeduldig werden. Grün-Weiß hat in dieser Saison praktisch 2/3 aller Treffer erst nach dem Seitenwechsel erzielt. Und das war vielleicht die beste Gelegenheit überhaupt im Spiel. Stefan Schwab, muss er wie gesagt Kopfballspezialist, ist seine 2. Möglichkeit mit der Birne sowas von blank da an der 5-Meter-Linie. Bringt dann aber nicht den entsprechenden Druck nach unten. Und trifft ihn auch irgendwie nicht wirklich voll mit der Stirne. Also das hätte dieser Führungstreffer für Rapid eigentlich sein müssen. Sturm zum ersten Mal seit langer Zeit in dieser Partie wieder im Glück. Wieder Wonji wieder mit einem billigen Ballverlust. Hofmann mal über links. Naja, den läuft er gerade noch. Schaub, er blind.
auf Verdacht in den Rückraum gespielt und das ist einfach zu wenig gegen eine Sturmmannschaft, die in Unterzahl sehr gut organisiert wirkt, sehr diszipliniert agiert, eben eine Frankofoder Mannschaft. Die offizielle Spielzeit ist gleich abgelaufen in diesem ersten Durchgang. 60 Sekunden Zugabe gönnt Dieter Muckenhammer Ihnen, mir, uns allen. Hui, ja, dann doch mal aus der Distanz, wenn es schon im Strafraum nicht funktioniert. Florian Kainz hier ungehindert beim Abschluss, aber glücklos im Abschluss. Rapid ist nicht unbedingt dafür bekannt, viele Treffer aus der Distanz zu erzielen. Ein einziger der bisherigen 35 wurde von außerhalb des Strafraums erzielt. Ausgerechnet durch Robert Beric beim Dezember-Sieg in Salzburg. Steffen Hofmann. Viel Einsatz. Jetzt wäre die Verlagerung auf die linke Seite mal angesagt. Bezos macht das auch. Schrammel. Kleins wieder auf Steffen Hofmann. Nimmt der Pavelic rechts mit. Nein, er versucht es auf die linke Seite. Da ist Schaub. Und das ist das 1-0. Und wer es erzielt hat, klar, Robert Beric. Und ich bin jetzt gespannt auf die Zeitlupe, wo Christian Kratze sich zum Zeitpunkt des Kopfballs von Beric befunden hat. Diesmal hat Stefan Stangl, der bis jetzt bei Abseitsentscheidungen immer richtig lag, die Fahne unten gelassen. Wir können das nachkontrollieren. Schau. Alles korrekt. Die fünfte Torvorlage von Thomas Schrammel bereits in dieser Spielzeit. Mit viel Gefühl, mit dem falschen Fuß und Beric steht nicht im Abseits. Macht sein 16. Saisontor, trifft auch im dritten Liga-Duell mit seinem Ex-Club in dieser Saison. Die angekündigte Nachspielzeit eigentlich längst abgelaufen und jetzt ist diese erste Hälfte auch zu Ende. In den letzten Zügen dieses ersten Durchgangs hat Rapid noch mal etwas Druck gemacht, hatte die Riesenchance durch Stefan Schwab mit dem Kopf, die wurde nicht genützt. Robert Beric hat dann die Kopfballchance genützt, das ist sein zweites Kopfballtor in dieser Saison. Und es ist, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, das sechste Kopfball-Gegentor für Sturm in dieser Spielzeit, das vierte gegen den SK Rapid. Sturm hat sich wacker geschlagen in Unterzahl bis zur Nachspielzeit. Halbzeit, Rapid 1, Sturm Graz 0. Alles weitere über die heutigen Partien am Abend gleich weiter. In guter Erinnerung hat beim 1:1 hier. Am 9. August war er zum ersten Mal in der Grazer Anfangsformation. Vorspiel Edun Wonji, der natürlich keine allzu dankbare Aufgabe hat in diesem numerisch geschwächten Team der Grazer. Von Steffen Hofmann auf Florian Kainz, aber der hat das technisch brillant gemacht, nur dieser Kontakt war dann kein guter mehr. Kainz der auffälligste Akteur heute in der ersten Viertelstunde, da ist praktisch alles per Rapid über ihn gelaufen. Sicherlich auch
auch der hohen Motivation gegen seinen früheren Arbeitgeber irgendwie geschuldet. Die erste Aktion von Gruber nicht unbedingt eine glückliche. Der andere 22er, Pavelic. Jetzt wollte ihm den Ball zurück servieren, das war allerdings auch leicht zu durchschauen. Wieder Florian Kainz, etwas zu weit für Stefan Schwab, da kommt Grazei, Schwab lässt ihn gewähren. Damit hat, glaube ich, der Sturmgoli nicht unbedingt gerechnet. Stürm versucht zwar das Zentrum gut zuzustellen, schiebt dann aber auch blitzschnell auf die jeweilige Ballseite, was das Defensivspiel betrifft. Und Rapid war doch so rund 20 Minuten lang in der ersten Hälfte trotz Überzahl irgendwie planlos. Schaub im Abseits. Wo dieser Treffer in der Nachspielzeit von Durchgang 1, auch Clemens Schickengruber liegt hier richtig, hat natürlich den weiteren Spielverlauf eine ganz andere Richtung gebracht. Sturm wäre sehr zufrieden gewesen, mit einem 0:0 hier in die Pause zu kommen, nachdem die Mannschaft den anfänglichen Elektroschock nach der frühen roten Karte gut weggesteckt hat. Grazer sind ihrerseits durch Daniel Offenbacher zu einer recht guten Torchance gekommen. Aber dann hat eben diese Nachspielzeit für die Grazer ziemlich viel, wenn nicht sogar alles über den Haufen geworfen. Dass sich das frühere Attackieren seitens Sturm Graz lohnen kann, zeigt diese Szene. Sonnleitner dann schon etwas in der Bredouille mit dem Pass auf Bezos. Schwab kommt zu spät, um den Ball hier noch im Spiel zu halten. Hier mit dem Ballverlust, aber dann bügelt Anil Hacic gerade noch aus. Schick seit der dritten Spielminute vom rechten Flügel dirigiert zum rechten Außenverteidiger. Zu sehen, wie Sturm in der gegnerischen Hälfte bei Ballbesitz Rapid agiert mit einem Viereck mit Umwonji vorne, Piesinger hinten und auf den Seitenpositionen Offenbacher und Gruber. Im Eishockey würde man das eine Trap nennen, aber Rapid ist noch nicht in diese Falle gegangen. Unnötiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Biesinger schafft es zwar immer wieder, schon verloren geglaubte Bälle mit den langen Beinen nochmal zurückzuholen. Aber in letzter Instanz passiert nichts.
Gravuzzi-Kapuze, Martin Ehrenreich im Innenraum des Stadions, aber für sich nicht zulässig für einen ausgeschlossenen Spieler. War übrigens die erste glattrote Karte für Martin Ehrenreich in seiner Bundesliga-Karriere in mehr als 100 Spielen. Und wenn es mal wieder länger dauert, gibt es auch noch einen Schokoriegel hinterher. Der vierte Offizielle, das ist Helmut Ratnik, den wir kurz im Bild hatten, hat noch nicht entdeckt, wer der Kapuzenmann hinter ihm ist. Na, dumm gelaufen jetzt für Offenbacher. Der Ball irgendwie da mit dem Spitz erwischt und deswegen nichts mit Flanke, sondern Torabstoß. Jan Novota bei seinem Debüt im Kalenderjahr 2015 nur einmal wirklich geprüft und da hat er glänzend reagiert bei dieser auch einzigen wirklichen Top-Chance für Sturm in Minute 39 durch Daniel Offenbacher. Rapid irgendwie schlafmützig. Jetzt im Spielaufbau, die Grazer wirken sehr wach, schaffen es aber nicht, aus ihren Ballgewinnen dann ernstzunehmende Angriffe zu lancieren. Steffen Hofmann. Schrammel. Beric mal über den Flügel. Ja, dort hätte er selbst stehen sollen. Im 5-Meter-Raum. Das wieder, und das ist eine typische Pezos-Aktion. Jetzt muss man ihm zugute halten, dass er alles gibt, um den Ball zurückzuerobern. Das ist ihm zwar nicht gelungen, aber so ein lascher Pass in der eigenen Hälfte, der den Gegner in Position bringt, kann schon mal ganz schlimme Folgen für das eigene Team haben. Aber bezeichnend für diese ersten Minuten in der zweiten Hälfte, Rapid spielt hier, als ob das Getriebe nur zwei Gänge hätte. Das andere Mal geht schon der erste Pass raus aus der eigenen Hälfte schief. Gerade wollte ich Stefan Schwab eigentlich für seine Zweikampfstärke loben, aber das war ein Foulspiel an seinem ehemaligen Admira-Mannschaftskollegen. War er gar nicht, war nicht schick, war Gruber, nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Übrigens nach einer 1-0-Führung hat Rapid in dieser Saison noch nicht verloren. Zweimal gab es ein Remis, vorigen Sonntag in der Südstadt und ja, hier im August gegen Sturm. Freistoß schick, da ist der lange Piesinger, aber der kommt nicht dran. Zuletzt ein Grüner dran, daher Ecke für Graz. Offenbacher mit einem sogenannten Outswinger. Und Schick mit dem Versuch, da gleich drauf zu halten. Einen ähnlichen hat er in der ersten Hälfte fast in den Sturm-Fansektor aufgeschossen. Aber war die richtige Entscheidung, denn da den Ball anzunehmen, birgt immer die Gefahr, ihn gleich zu verlieren und von einem Eckstoß für die eigene Mannschaft in einen Konter zu laufen, ist natürlich bitter und manchmal auch peinlich. All das ist nicht passiert.
den Samstagabend nicht vor Mitternacht loben, aber ein Kompliment an die Rapid-Fans. Tolle Choreografien, auch wenn da viel Lametta dann auf der Laufbahn des Stadions mittlerweile liegt. Aber mit Ausnahme des einen Herrn, der den ersten Geburtstag seines Kindes gefeiert hat, keine Pyrotechnik im Rapid-Fansektor. Dafür Stefan Schwab mit diesem, naja, sicherlich nicht beabsichtigten Kick mitten auf die 12 von Simon Piesinger. Ja, und das hat Folgen, blutige Folgen. Franco Foda wie ein gemächlicher, in die Jahre gekommener Tiger in seiner Coachingzone auf und ab, auf und ab. Noch immer auf und dann wieder ab. Und da sind die Herrschaften in diesem Fansektor, die also aller Voraussicht nach am kommenden Mittwoch gegen Altach geschlossen bleiben wird. Rapid sucht ja den Dialog, sucht das Gespräch, auch via runden Tisch. Manchmal wirken Worte doch mehr als Taten. Aber eine Tat muss jetzt her, die Blutung der Nase von Simon Piesinger muss gestoppt werden. Erst dann darf der wieder zurück ins Spiel. Der Sportdirektor sieht das mit Wohlwollen, was im Fansektor passiert. Sieht, dass Rapid temporär hier jetzt sogar zwei Spieler mehr auf dem Platz hat. Erneut im Spiel nach vorne nichts zu Wege bringt. Piesinger wieder da, Sturm wieder zu zehnt. Wir heute noch nicht so oft ein direktes Duell der Herrn Beric und Hacic. Anel Hacic ja hauptverantwortlich für die beiden Platzverweise von Robert Beric in dieser Saison gegen Sturm. Schwab. Steffen Hofmann hat da eine Idee. Pavelic. Jetzt müsste die Spielverlagerung kommen. Hofmann erneut auf Schwab. Ja, der versucht den Cut nach innen, scheitert. Hofmann mit gutem Einsatz und Bezos mit einem guten Pass in die Spitze. Beric in letzter Instanz, diesmal doch wieder im Abseits. Und das gar nicht mal so knapp. Sucht Schick auch mal seine Offensivqualitäten, die hat er ja, keine Frage, ins Spiel einzubringen. Piesinger. Ja, den will keiner so richtig attackieren. Marius Onleiter macht das dann ohne Schnörkel. Schwab, Abseitsposition von Florian Kainz. Hauchdünn wie eine Palacinke, eine gute Palacinke. Und mit meiner Schätzung 15.000 Zuschauer bin ich gar nicht mal so schlecht gelegen. 200 mehr als 15.000 sind heute hier ins Stadion in Wiener Prater gekommen. Nächster Versuch von Schwab auf Kainz, diesmal alles in Ordnung. Gutes Zuspiel auf Beric. Thank you.
artistisch. Dann gibt's Ecke. Ja, gut zu sehen, wie bei solchen Aktionen von Rapid Anel Hadžić einen zusätzlichen Innenverteidiger gibt. Er war auch dafür verantwortlich, dass Beric aus der vergangenen Situation nichts rausholen konnte. Defensiv sehr gutes Spiel des bosnischen Nationalteamspielers. Ecke Steffen Hofmann. Ein Billardstoß und dann Schwab. Da war sie, die erste Gelegenheit für Rapid in der zweiten Hälfte. Mit dem ersten Torschuss in der zweiten Hälfte. Lang genug hat es gedauert. Der sich auch mit der Rolle des Pseudostürmers heute abfinden muss. Bin gespannt, ob Franco Foda irgendwann noch Roman Kinas bringt. Edom Wonji wäre für seinen Wechsel, denke ich, recht dankbar. Andere Unmutsäußerung kommt da schon von den Rängen. Es ist auch nicht wirklich ansehnlich, was Rapid in dieser zweiten Hälfte bislang bietet. Steffen Hofmann, ui, da wäre Schwab genau in die Gasse gelaufen, der Pass. War allerdings nicht für ihn gedacht. Keins. Und Schaub. Zweiter Schuss Rapid im zweiten Durchgang. Zweite gute Möglichkeit. Schauen Sie, wie blank der Schaub ist. Klemm ist da ganz weit reingerückt. Für meinen Geschmack etwas zu weit, denn da in der Mitte war eigentlich nur Beric. Als der Linksverteidiger von Sturm die Zeichen der Zeit erkennt, ist es viel zu spät, um hier noch eingreifen zu können. Bei diesem Fallspiel hat sich Gruber offenbar selbst wehgetan, läuft noch nicht ganz rund. Biesinger packt die Trickkiste aus, auch das dürfen wir mal erleben. Tja, Trickkiste geschlossen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht seine primäre Aufgabe, hier für den Spielaufbau Entscheidendes zu leisten. Schon gar nicht da vorne ab und zu in der Position des Mittelstürmers aufzutauchen. Das ist für den baumlangen defensiven Mittelfeldspieler einfach eine völlig neue Herausforderung. Jetzt war Foulspiel Hadžić, aber richtigerweise hier die Vorteilsentscheidung. Salzburg gegen Grödig habe ich Ihnen schon ans Herz gelegt. Gleich danach Talk und Tore mit interessanten Gästen, mit dem Pyrotechnik-Opfer Andreas Schicker, mit dem Ried-Manager Stefan Reiter, mit dem Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer und mit dem untriebigen Chefredakteur der Sportzeitung Gerhard Weber. Das Ganze bei Sky Sport Austria. Na, da ist er doch, der Roman.
es wird diesen logischen Wechsel geben. Kinast rein, mit Umbonji raus. Alle 10 bzw. 9 Grazer Feldspieler in der gegnerischen Hälfte. Wieder die Balleroberung, wieder Piesinger da in zentraler Position. Auch hier eine richtige Vorteilsentscheidung von Dieter Muckenhammer. Gruber. Edom Wonji gut abgeschirmt von Mario Sondleitner. Schaltet Pavelic doch mal drauf in den dritten Gang. Schwab. Auf Schrammel. Der mit dem Zug nach innen, der wird durch ein Foulspiel gestoppt. Dafür gibt es Gelb und das ist eine mit Spätfolgen. Die fünfte für Thorsten Schick in dieser Saison. Damit pausiert er am kommenden Dienstag beim Heimspiel gegen die Wiener Austria. Damit wird es dann auf der rechten Seite bei Sturm schon ein wenig eng. Ehrenreich gesperrt, Schick gesperrt. Foder wird die Glaskugel befragen. Also Edom Wonji geht runter, hatte kein leichtes Spiel aufgrund der frühen Unterzahl des SK Sturm da als Speerspitze. Hat immerhin mehr als ein Drittel seiner Zweikämpfe gewonnen. Aber auch oft durch technische Unzulänglichkeiten den Ball sehr früh wieder dem Gegner überlassen. Kinasts erste Aktion ist ein Foulspiel. Antanas Petzos. Roman Kinast, da freut sich großer Beliebtheit beim Rapid-Anhang. Sturm haben sie ihm ja noch irgendwie verziehen, aber das Gastspiel bei der Austria hat keinen neuen Roman Kinast Fanclub in Grün-Weiß zutage gebracht. Schlampig gespielt jetzt von Sondleitner. Gibt die Schuld Pavelic. Also da gehören sehr oft zwei dazu, aber Pavelic habe ich in dieser Geschichte keinen Vorwurf zu machen. Gerade noch mit Schuldzuweisungen und jetzt wieder mal mit einer angeschlagenen Nase. Roman Kinas dafür verantwortlich, der keine 3 Minuten im Spiel, gleich mit Gelb behaftet. Ja, mit dem Unterarm trifft er da Sondleitner mitten im Gesicht, aber so unnatürlich schien mir diese Armbewegung nicht. Der Rapid will wechseln, wartet jetzt natürlich noch etwas zu, ob Sondleitner wieder fit ist. Das ist er, auch kein Blut, besonders bei
dem geschundenen Gesicht von Mario Sundleitner beruhigend, aber beim späten Nachtmahl heute wird er etwas Schwierigkeiten beim Beißen haben. Einer weniger. Erster Termin übermorgen Montag Zahnarzt. Der Wechsel bei Rapid mittlerweile vollzogen. Luis Schaub, der es heute doch wieder mal in die erste Elf geschafft hat, raus. Die zweitwenigsten Ballkontakte hatte er bei Rapid. Dafür hat er zwei ganz gute Tormöglichkeiten, hat beide ausgelassen. Und Dominik Starkel darf mal wieder ran. Der Niederösterreicher, den die Admira gerne auf Leihbasis nach Niederösterreich geholt hätte. Sturm wird nochmal gewechselt. Daniel Offenbacher, einer, der sich aufgerieben hat in dieser Partie, macht Platz für the German Wunderkind, Tonis Avcıay. Starkl im Übrigen zum 9. Mal in dieser Saison im Einsatz, zum 9. Mal als Joker. Und eine meiner Eingangsfragen ist damit auch beantwortet, ob wir einen der beiden neuen Legionäre von Sturm Graz heute in Aktion sehen werden. Igor Oschipko oder Wilson Kamawaka. Die Antwort lautet nein. Daher gebürtig Kongo, deutscher Staatsbürger, 24 Jahre alt, lange in Belgien, Mechelen gespielt. Wilson Kamawaka. Ja, und für Marko Stankovic gibt es heute auch keine Einsatzminuten. Es gibt noch eine gute Viertelstunde in diesem Spiel. Sonnleitner mal in der Position des rechten Flügels und erholt auf Zuspiel von Starkl hier gegen Biesinger einen weiteren Eckstoß für Rapid raus. Er ist der zweite in der zweiten Hälfte, insgesamt der siebente. Steffen Hofmann hat vor der Pause einige Eckenvarianten losgelassen. Was zeigt er uns diesmal? Einen Klassiker, allerdings einen, der beim Gegner landet. Und jetzt kann Sturm nach einem Eckball für Rapid möglicherweise gut kontern. Thorsten Schick, jetzt hat Stefan Schwab das Foul an seinem Admira Ex-Kollegen begangen, das ich ihm schon vor ein paar Minuten angedichtet habe. Auch das eins taktischer Natur, gelb. Rapid-Viertelstunde, etwas mit gemischten Gefühlen beim Rapid-Anhang. 9 Tore erzielt, aber auch 9 kassiert nach Minute 75 in der aktuellen Spielzeit. Und ein Muntermacher für Sturm. Sturm hat die wenigsten Gegentore in diesem letzten Abschnitt bislang kassiert, ganze 5 an der Zahl. Allerdings eines, das sehr wehgetan hat vor einer Woche gegen Wiener Neustadt. Das Kopfballspiel, das behagt ihm schon mehr, und wir sind jetzt auch in einer Phase dieses Spiels,
der es eigentlich für Sturm heißen muss, alles oder nix. Kühnerst mit seinem dritten Foul, für das zweite hat er ja gelb gesehen. Viel mehr war von Roman Kühnerst noch nicht zu sehen. Viele Anspielmöglichkeiten, aber er riskiert den Pass in die Tiefe nicht. Stakel, ja, der hat noch Kraft natürlich. So ein Sprint für ihn, ein Klacks. Ja, und dann ein technischer Fehler, der auch mal einem Steffen Hofmann passieren kann. Kinas, diesmal ohne Foul. Ganz links ist der Joker, aber Mario Sonnleitner mit Riesenschritten verhindert er letztlich, dass dieser Ball auch bei Donis auf die Ei ankommt. Ja, aber Sturm will es jetzt wissen. Der 18-Jährige verliert den Ball, Stefan Schwab kontrolliert den Ball und Rapid kommt mit Florian Kainz. Beric, kein Abseits. Wieder gegen Hacic. Wieder Beric. Ja, beinahe wäre es erneut gut gegangen, was die Kombination Schrammel-Beric betrifft. Diesmal versucht der Mittelstürmer mit dem Fuß, mit dem Kopf oder auf Vorlage von Schrammel getroffen. Gibt ja kein anderes Team der Liga, das so viele Abwehrspieler als Torvorbereiter in seinen Reihen hat, wie die Mannschaft von Zoran Barisic. Der Assist von Schrammel heute war bereits der 13. eines Rapid-Verteidigers in dieser Spielzeit. Ja, natürlich, je mehr Sturm jetzt riskiert, desto öfter wird es Konterchancen für Rapid geben, aber die wurde mal sehr früh in den Sand gesetzt. Stakel gegen Hacic. Da müsste einer zu Hilfe kommen, da ist die Hilfe, da ist Thanos Petzos und auch sein 44. Schuss in dieser Saison findet das Ziel nicht. Schon interessant, Thanos Petzos, der Rapid-Spieler, der am häufigsten versucht, das gegnerische Tor zu treffen. Gelungen ist es ihm nicht und das war ein, naja, lauwarmer Abschluss mit dem Innenriss. Spiel von Michael Madl. Schwab sollte auch etwas aufpassen. Gelb belastet. Foulspiel unstrittig. Aber dann den Madl einfach so wegzuschieben. Naja. Beric geht's wieder gut. Schwab geht's auch noch gut. Und Rapid wird nicht jetzt, aber wohl bei der nächsten Unterbrechung noch mal wechseln. Deni Alla ist bereit. Stakel für Pavelic. Ja, die Flanke nicht gut, aber es war auch nicht mehr einfach, da den Ball von der Torauslinie irgendwie kontrolliert in die Mitte zu bringen. Da konnte er gar nicht mehr schauen, wo die Mitspieler postiert sind. Schwab. Ah, gut zurückgelegt und dann Steffen Hofmann mit einem kläglichen Versuch. So, Wechsel jetzt. Spielerwechsel bei der
Hofmanns gescheiterter Versuch war sein letzter. Der Kapitän übergibt, wie schon üblich, die Schleife an Mario Sondleitner. Und Hofmann übernimmt die Führung in der Kategorie, wer ist der am häufigsten ausgewechselte Rapid-Akteur. Zum 12. Mal geht er vorzeitig runter. Florian Kainz hat es nur, unter Anführungszeichen, auf 11 Mal gebracht. Die 82. Minute ist auch schon vorbei. In dieser 82. Minute hat im ersten Saison der Elterbeit-Mannschaften hier Marko Djuricin den Treffer zum 1:1 Endstand erzielt. Damals allerdings lautete das Spielerverhältnis auf dem Platz zu diesem Zeitpunkt 10 gegen 10 und nicht aus Grazer Sicht 10 gegen 11 wie heute. Zeigt der Leihspieler von Schalke 04, dass er wirklich was drauf hat. Kühners dann da noch in letzter Instanz von Schrammel entscheidend gestört. Sturm kommt zu einem Eckstoß, zum insgesamt 5. Kein Offenbacher mehr da, ein anderer Linksfuß, Gruber, zu kurz. Jetzt Kontra-Attack über Schwab. Deni Aller hatte die Gelegenheit, hat sie nicht genützt. Wird so Rambarisic doch noch mal laut, hätte da gerne einen Einwurf für sein Team gehabt. Die Angst vor dem Grazer Lucky Punch möglicherweise. Hacic mit dem Foulspiel an Robert Beric. Dafür bekommt Hacic auch Geld. Das ist seine 11. in der laufenden Saison. In dieser Kategorie ist er die Nummer 1. Harry Pichler von der SV Ried hat es auf 10 gebracht. Pavelic gegen alle. Mit einer Leichtigkeit an Klemm vorbei, aber dann nicht mehr an Spendelhofer. Ja, genau solche Aktionen von Mario Pavelic hätte sich Rapid wohl öfter gewünscht. Und wünschen wir dem Rechtsverteidiger, dass er sich bei dieser Aktion nicht böser wehgetan hat. Gutes Tackling hier von Spendelhofer, natürlich schmerzhaft in letzter Instanz für Pavelic, aber der ist wieder auf den Beinen. Nicht viele Burgenländer kennen richtige Schmerzen. Vezos, nächster Versuch. Zu seinem Glück wurde der abgefälscht. Mit Weile bei Rapid an der Eckfahne oder bringt Aller den Ball doch zur Mitte. Dirigiert Pezos noch an die Strafraumgrenze, schlägt eine gute Flanke, aber da ist kein Mitspieler, da ist nur Michael Madl. Beinahe hätte Kainz Spendelhofer hier genarrt.
Spektakel war das. Die alten Augen werden mit Fortdauer des Samstagabends auch schon müde. Also bislang ein einziger Treffer in diesem Spiel. Ähnlich wie beim Cup-Duell der beiden Teams im Oktober. Aber alle Tore der heutigen vier Partien gibt es in jedem Fall in alle Spiele, alle Tore gleich im Anschluss an unsere Übertragung auf Sky Sport Austria. Noch eine Standardsituation für Sturm Graz. Jetzt darf Donis auf die Eier mal zeigen, was er da drauf hat. Ein Zwirbler Richtung zweite Stange, aber gut verteidigt von Rapid. Könnte sich Salzburg mal ein Beispiel nehmen, wie man so einen Freistoß verteidigt. Vorgestern bei diesem ersten Gegentreffer gegen Villarreal. Das war schon fast peinlich, als da neben dem Torschützen noch drei andere gelbe Einköpfel bereit waren. Tja, Franco Foda kann seinem Team wenig vorwerfen. 10 Minuten schwer unter Druck gleich nach dem Ausschluss, dann die Partie eigentlich besser in den Griff bekommen. Blöd für Sturm, dass in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch noch das 0:1 passiert ist. Mittlerweile unternimmt die numerisch geschwächte Grazer Mannschaft hier doch alles, um vielleicht doch noch mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Alleine die Unternehmungen reichen bis jetzt nicht aus. Der Mugnamer zieht nochmals gelb, und zwar für Florian Kainz. Ja, Robert Beric wird es wohl zum ersten Mal in dieser Saison schaffen, gegen seinen Ex-Club in der Liga nicht ausgeschlossen zu werden. Getroffen hat er ja in allen drei Duellen. Und wenn er sich nicht wehtut, wird er dann am kommenden Mittwoch auch zum ersten Mal gegen Altach spielen dürfen. Da war er jetzt zu eigensinnig, jugendlicher Leichtsinn. Fast unmöglich, den Ball da aus diesem Winkel noch entscheidend aufs Tor zu bringen. Dann ist auf die Ei. Ja, und Beric entgeht jetzt auch der letzten Gefahr, heute seine fünfte gelbe Karte zu bekommen und dann doch nicht gegen Altach spielen zu dürfen, indem ihn Zoran Barisic runternimmt. Matchwinner, Fragezeichen. Philipp Prosenik darf in den verbleibenden Sekunden dieses Fußballspiels auch mal wieder Fußball spielen. Offizielle Anspielzeit in der zweiten Spielhälfte 4 Minuten. Wird da gerade etwas eingeflüstert, dass diese bislang letzte gelbe Karte nicht Florian Kainz, sondern doch Robert Beric gesehen hätte für eine Unsportlichkeit. Naja, wenn dem so ist, spielt er wieder nicht gegen Altach. Was gilt es noch aufzuklären, liebe Freunde und Zwetschgenröster? Nochmals Ecke für Sturm Graz. Sie haben gehört, 4 Minuten Nachspielzeit, ein Viertel davon abgelaufen. Noch geht Christian Grazer nicht mit in den gegnerischen Strafraum. Lukas Spendlhofer war da mit diesem Kopfball. Anilacic. Abseits.
möchte ich jetzt nicht die Entscheidung treffen müssen. Und jetzt haben wir diese Auflösung. Schauen Sie, Robert Beric kickt den Ball weg und die gelbe Karte gilt nicht ihm, nicht Florian Kainz, sondern ihm. Also das ist schon eine teuflische Geschichte. Abklatschen, okay. Robert Beric hat am kommenden Mittwoch wohl ebenso wie der Rapid-Fansektor frei. Zum dritten Mal steht Beric nach einem Spiel gegen seinen Ex-Club, gegen den SCA Altach. Kein Abseits von Prosenik, der den Ball allerdings nicht erläuft. Eine Minute bleibt Sturm Graz noch, um hier auszugleichen. Aber so nicht. Naja, so intus hat der junge Mann von Schalke 04 die Laufwege auch noch nicht. Gruber hat sich dazu entschieden, zu kreuzen, Richtung Zentrum zu laufen. Auf die erwähnte, den Teamkollegen auf dem Flügel. So, liebe Sturmfans, ich fürchte, das reicht nicht mehr. Der letzte Schuss der Grazer ist auch schon eine halbe Stunde her. Hacic hat den abgegeben, aber gibt es noch einen? Es gibt noch einen und das war es dann wohl oder übel. Donis Avdijaj gehört die letzte kleine Möglichkeit des Teams von Franco Foda, hier einen Punkt zu machen. Rapid wird zum 70. Mal in der Bundesliga-Geschichte gegen Sturm Graz gewinnen. Gegen keinen anderen Gegner hat Grün-Weiß so viele Erfolge zu verzeichnen. Jetzt ist die Geschichte amtlich. Robert Beric in der Nachspielzeit von Hälfte 1 auf Vorlage von Thomas Schrammel mit dem spielentscheidenden Treffer. Sturm Graz ab der dritten Minute nach dem Ausschluss von Martin Ehrenreich hier nur zu zehnt. Dafür hat sich die Mannschaft tapfer geschlagen, nicht mehr und nicht weniger. Die Leistung von Rapid war nicht berauschend, aber sie hat ausgereicht. Und jetzt geht noch mal richtig Jubel durch das Happel-Oval, nachdem der Sieg des SC Wiener Neustadt gegen die Wiener Austria von Stadionsprecher Andi Marek publik gemacht wurde. Hier freut sich Soran Barisic viel mehr über den Sieg der eigenen Mannschaft. Rapid ist 6 Bundesligaspiele am Stück ungeschlagen. Rapid hat die vergangenen 3 Bundesliga-Heimspiele allesamt gewonnen. Das gab es zuvor in dieser Saison noch nicht. So eine Plusserie. Naja, und für Sturm. Der SK Sturm hat das Siegen irgendwie verlernt. Heute von einem möglichen Sieg zu sprechen, wäre wohl vermessen. Aber diese Niederlage ist natürlich im Kampf um den zweiten Platz und den hat Franco Foda ganz sicherlich noch vor Augen. Ein ganz bitterer Rückschlag, nachdem es ein direktes Duell war. Dazu hat Altach auch noch gewonnen und der Rückstand von Sturm, obwohl die Mannschaft ja noch ein Spiel gegen Grödig in der Hinterhand hat, hat jetzt schon ordentliche Ausmaße. Es hat nicht gereicht
Daniel Offenbacher ist der erste Interviewpartner von Jörg Kühne, der wohl auch eine Begründung für das Nichterreichen eines Punkts hat. Ja, wie viel hatten heute Abend Daniel Offenbacher für Sturm gesprochen? Ja, ich glaube, es war sehr schwer, weil wir am Anfang gleich die rote Karten gekriegt haben. Und dann tust du gegen so einen Gegner wie Rapid Wien einfach sehr, sehr schwer. Eine rote Karte, ob berechtigt oder nicht. Eine Minute später sie mit einem doppelgestreckten. Wie viel Frust waren in dieser Phase drinnen? Na, Frust, es war einfach blöd, dass wir den Ausschluss gekriegt haben. Und wie schon gesagt, ist es sehr, sehr schwer gegen Rapid mit einmal weniger. Wie bilanziert man denn bisher, so man das überhaupt kann, das Jahr 2015? Bilanz der ersten beiden Spiele. Ja, ich glaube, wie in der Neustadt haben wir die erste Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. Haben aber trotzdem uns zurückgekämpft, waren 3-2 in Führung. Dann haben wir leider noch den dritten Treffer gekriegt. Und da, ja, ich glaube, das Spiel hat anders ausgeschaut, wenn wir Ja, guten Abend und herzlich willkommen bei Alle Spiele, alle Tore der 22. Runde. Ich begrüße Sie noch einmal gemeinsam mit unseren Sky-Experten, mit Michael Konsel. Hallo. Und mit Andreas Herzog. Hallo. Ja, Rapid gewinnt, die Austria verliert. Inwiefern könnte das heute schon ein wenig ein richtungsweisender Spieltag gewesen sein? Ja, im Prinzip ist es noch sehr früh, aber es war ein sehr interessanter Spieltag und mit einer sehr, sehr großen Überraschung. Andi? Ja, vor dem Spieltag war alles ziemlich eng. Jetzt durch die zwei Siege von Altach und von Rapid hat natürlich Stürmer und Austria jetzt wieder 7 Punkte Rückstand und das ist eine richtige Hausnummer. Ja, schauen wir auf die Ergebnisse des Tages. So sind die heutigen 4 Spiele ausgegangen. Altach schlägt Wolfsberg mit 1-0. Rapid gewinnt gegen Sturm mit 1-0. Die größte Überraschung wohl Wiener Neustadt gegen die Austria. 1-0 Sieg für den Tabellenletzten und ein Unentschieden gab es zwischen Ried und Admira Wacker. Vor dem morgigen Salzburger Derby sieht die Tabelle so aus. Salzburg hält bei 42 Punkten, 6 Punkte dahinter. Rapid und Altach. Altach hat damit Wolfsberg überholt und der Abstand von Sturm und Austria ist größer geworden und ganz unten in der Tabelle der Rückstand von Wiener Neustadt auf die Admira nur mehr 1 Punkt. Also da unten wird es spannender und da oben gab es eben heute einen sehr wichtigen Heimsieg für Rapid. Ja, das stimmt. Ich meine, es war im Endeffekt natürlich ein Spielverlauf, der für Rapid nicht besser passieren hätte können. Gleich am Anfang eine rote Karte für Sturm Graz. Kurz vor der Pause das entscheidende 1-0. Also es war heute sicherlich ein schwieriges Spiel für Sturm Graz. Sie haben sich viel vorgenommen, aber wenn es nach 3 Minuten in Unterzahl bist und dann kurz vor der Pause das Gegentor bekommst, ist natürlich sehr schwer, was zu holen. Wobei auch in Unterzahl, also ich meine, die letzten paar Minuten, wenn du dann mehr Risiko nimmst, ist immer noch was drinnen, aber es ist ihnen heute nicht gelungen. Es war aber das erwartet intensive, emotionsgeladene Spiel. Pyrotechnik hat zum Glück keine große Rolle gespielt heute. Zum Glück ist der Sport im Vordergrund gestanden. Und ja, es hat alles für Rapid in die Karten gespielt. Der frühe Ausschluss natürlich ganz schwer für Sturm Graz dann letztendlich. Ich glaube, nach 2 Minuten einen Mann weniger. Und dann hat Rapid wirklich sehr viel Druck gemacht und hat dann knapp vor Halbzeit das 1-0 gemacht. Gut, schauen wir uns auch die Bilder dazu an. Ja. Rapid gegen Sturm, Endergebnis 1-0. Martin Konrad fasst die Partie für Sie zusammen. Ja, punkto Pyrotechnik, verkehrte Welt. Was die Rapid-Kurve kann, das ist auch für die Sturmfans offensichtlich kein Problem. Belgalische Feuer, Anzeige folgt. Die Rapid-Fans heute großteils diszipliniert. Einer bei Rapid immer besonders locker, Top-Torjäger Robert Beric. Und er ist auch gleich nach wenigen Sekunden im Mittelpunkt. Hier schneller Einwurf von Kainz Beric auf Schaub. Und dann ist es Grazai, der den frühen Rückstand für sein Team verhindert. Schaub, einer von insgesamt 4 Neuen in der Rapid-Startformation. Dazu auch Schwab, Pavelic und Torhüter Jan Novota. Wenige Augenblicke später, dieser herrliche Pass von Schwab, Kainz auf dem Weg zum Ball, das Foul von Ehrenreich. Und was macht Schiedsrichter Dieter Muckenhammer? Entscheidet nicht nur auf Freistoß für Rapid, sondern auch auf Rot. Torraub, eine Fehlentscheidung, das zeigen diese Bilder deutlich. Kainz geht zwar zum Ball, aber da sind sowohl Ehrenreich, Kratze als auch noch Madl. Also keineswegs eine klare Torchance, die hier vereitelt wird. Kainz hat auch den Ball bei weitem noch nicht unter Kontrolle. Viel zu hart, viel zu falsch, diese Entscheidung
von Muckenhammer. Danach regiert hier vor allem Frust bei Sturm. Offenbacher, Edom Wonschi gegen Schwab. Beide Aktionen ohne Sanktion für die Spieler. Der Schiedsrichter in dieser Phase schwer überfordert. Danach Rapid mit weiteren Möglichkeiten. Hofmann, herrliches Zuspiel. Auf Schaub, der sieht nicht Kainz, sondern nur den Ball. Scheitert an Grazai. Beric scheitert an Grazai. Dann liegt Hofmann im Strafraum und diesmal Muckenhammer mit der richtigen Entscheidung. Unsportlichkeit vom Rapid-Kapitän, eine Schwalbe, gelbe Karte. Aber die Großchance für Schaub, nicht seine einzige an diesem Abend. Das große Problem des jungen Spielers, die Torchancen zu verwerten. Und die Zeitlupen zeigen, dass Hofmann hier deutlich den Elfmeter sucht. Kein Foul vom Pisi. Danach beruhigt sich ein wenig die Emotion, aber Rapid natürlich tonangebend mit dem starken Schrammel. Wieder Schaub, diesmal per Kopf. Gut angesetzt, aber im Abschluss glücklos. Luis Schaub, der 20-Jährige. Wäre Grazer wohl nicht mehr an den Ball gekommen. Sturm bemüht, aber insgesamt harmlos. Die einzige gefährliche Aktion, 39. Minute, Offenbacher und Nowota. Kann sich auszeichnen. Bei den Grazern ja Schmerbeck statt Grube in der Startformation gewesen und außerdem Stankovic nicht mit dabei, sondern Piesinger. Aber wie gesagt, aufgrund des frühen Ausschlusses von Ehrenreich, Schick spielte dann in der Viererkette hinten. Sturm in der Offensive nicht vorhanden, bis auf diese Aktion. Und dann die Nachspielzeit. Eine Minute angezeigt. Das Spiel läuft dann schon in der 47. Minute. Hofmann und dann Schaub mit dem Kopfball. Schwab war das. Das war noch in Minute 44. Eine ganz gefährliche Aktion nach Flanke von Pavelic. Schwab per Kopf, sonst eigentlich ganz stark. Diesmal etwas ungenau. Und dann die Nachspielzeit. Da ist Schaub frei. Der Ball kommt zu Schrammel, dann zu Beric. Und das ist die Führung 1:0 in der 47. Minute für Rapid. Zu einem Zeitpunkt, als eigentlich alle schon mit dem 0:0 Pausenpfiff gerechnet haben. Keine Abseitsposition. Schick verfehlt da. Schaub, gute Ballannahme. Der Ball in den Rückraum nicht so genau. Pech von Madl und dann das Zuspiel von Schrammel. Kein Abseits. Spendlhofer und Grazai näher zur Torlinie als Robert Beric. Und der Sturmschreck macht Saisontor Nummer 16 1:0. Martin Ehrenreich enttäuscht sitzt er während der zweiten Spielhälfte im Stadion Innenraum. Und beobachtet das Spielgeschehen. Das Spiel bei weitem dann nicht mehr so dramatisch, so schnell. Im Gegenteil, wenig Höhepunkte. Einer davon dieser Schuss von Luis Schaub, dem ganz einfach nicht und nicht ein Tor gelingen will. Da waren schon 64 Minuten gespielt. Insgesamt dann wenig Höhepunkte. Sturm nicht in der Lage, etwas Gefährliches zu zeigen. Rapid im Großen und Ganzen sehr kontrolliert und im Abschluss allerdings wie hier durch Bezos ungefährlich. Am Ende riskiert Franco Foda, bringt Kienast für Edom Wonschi und auch Afdiay für Offenbacher. Und da haben wir den 18-jährigen Deutschen, die Leihgabe von Schalke 04, dreht sich dann Pavelic, aber dann zu eigensinnig vergibt er die Möglichkeit in der Schlussminute. Die letzte Aktion gehört wieder einmal Robert Beric. Da ist das Spiel schon unterbrochen und dann schießt er den Ball noch weg. Und deshalb gibt es von Schiedsrichter Muckenhammer gelb wegen Unsportlichkeit. Es ist eine gelbe mit Folgen, seine fünfte, und damit fehlt er zum dritten Mal in Folge in einem Spiel gegen Altach. Das wird ihm aber heute im Moment egal sein. Beric ist der Matchwinner. Rapid gewinnt am Ende natürlich verdient mit 1:0, war aber 87 Minuten in Überzahl gegen den SK Sturm, bei dem also der Saisonauftakt im Frühjahr absolut nicht gelungen ist. Aber der Ex-Sturmspieler, dem scheint es weiter gegen seinen Ex-Club bestens zu gefallen. Robert Beric nach dem Spiel bei Jörg Kühne. Robert Beric, haben Sie sich Druck gemacht vor dieser Partie gegen Sturm oder sind Sie einfach schon nur mehr cool? Na, ohne Druck. Wichtig ist, dass haben wir dieses Spiel gewonnen. Das ist wirklich wichtige drei Punkte und ja, super, super. Wir müssen weitermachen so. Schlussphase, gelbe Karte gegen Robert Beric. Seien Sie ganz ehrlich, tut es Ihnen leid? Na ehrlich, ich habe gesehen, dass Schiedsrichter schauen nicht und ich wollte es nur ein bisschen Zeit nehmen, aber ja, meine dumme Fehler, wirklich. Vielleicht gar nicht so dumm, Sie versäumen Alltag, spielen aber gegen die Austria. Ja, okay, das ist richtig, aber ich muss das nicht machen und ich habe gesagt, das ist wirklich dumm.
Saisontor Nummer 16, Robert. Gehen Sie auf Johnny Soriano los. Der hat 5 mehr momentan. Okay, ich denke über das nicht. Wichtig ist, dass wir spielen gut, dass wir jedes Spiel probieren gewinnen und ja, das ist wichtig. Ich gratuliere. Vielen Dank. Ja, Robert Beric hat wieder einmal ein entscheidendes Tor für Rapid erzielt und das gegen seinen Ex-Club. Wieder mal gab es eine Karte gegen seinen Ex-Club. Schauen Sie mal, da hinten unterhält er sich gerade mit Zoki Barisic, mit seinem Trainer. Und man merkt ganz deutlich, und er hat so gegen seinen Ex-Club, ist er immer sehr motiviert. Mit Beric hat Rapid 7 von 9 möglichen Punkten gegen Sturm geholt in dieser Saison. In allen 3 Duellen gegen Sturm hat er getroffen, aber erstmals wurde er gegen Sturm nicht ausgeschlossen. Nein, ich glaube, dass er bis jetzt eine Riesensaison spielt, ist sicherlich für Rapid ein ganz wichtiger Faktor. Wenn du neu kommst, der Stürmer sind die Erwartungen natürlich hoch bei Rapid. Er hat eine sehr, sehr gute Torquote. Das Einzige, was mir ein bisschen stört, ist, dass er einfach zu viel gelbe und vor allem rote Karten kriegt. Sonst hätte er noch vielleicht noch mehr Tore geschossen. Wie beurteilen Sie diese 5. gelbe Karte? Naja, ich denke, dass das nicht notwendig ist. Selbst wenn er sagt, vielleicht im Hinterkopf gehabt hätte, dass er nicht beim nächsten Spiel die gelbe Karten kriegt, dass er gegen Austria dabei ist. Als Stürmer muss ich mich schon halbwegs im Griff haben, dass ich sage, okay, jetzt habe ich schon genug gelbe Karten, da darf das nochmal nicht passieren. Aber die Altacher werden froh sein, gegen die hat Beric noch nie gespielt. Die werden mit Sicherheit froh sein, weil er ist in einer Bombenform. Er steht immer richtig, das hat man gesehen. Und wenn er die Chance kriegt, dann macht er sein Tor. Also brandgefährlich und in dem Fall gut für Altach. Ja, die Schlüsselszene wohl in dieser Partie, gleich die 3. Minute, die rote Karte für Martin Ehrenreich. Schauen wir nochmal auf diese Szene. Der Pass von Schwab ist richtig gut und dann kommt's zum Zusammenstoß zwischen Ehrenreich und Florian Kainz. Wohl ein Foulspiel, die Frage, rot oder hätte auch gelb genügt, Michi? Also ich glaube, dass da gelb genügt hätte, vor allem in dieser Phase des Spiels und noch dazu, es hätten noch 2 bis 3 Sturmspieler eingreifen können. Also das war schon eine sehr harte Entscheidung, diese rote Karte zu geben. War es eine Vereitelung einer klaren Torchance, Andi? Schwer zu sagen, es ist eine ganz knifflige Situation für einen Schiedsrichter in der Geschwindigkeit des Spiels. Ich glaube, der Ehrenreich hat den Kainz gar nicht gesehen, er hat sich nur am Ball fokussiert und dann ist er mit ihm in Kontakt gekommen. Und klar war ein Kontakt da, aber Torchance hin, Torchance her, das kann man nicht sagen. Es war eine schwierige Situation und nach 2 Minuten oder 3 Minuten eine rote Karte ist natürlich sehr hart. Also das, ich glaube auch, dass er gelbe gereicht hätte. Was sagt Martin Ehrenreich selbst, der Sturmverteidiger, mit seinem Statement zur roten Karte? Ja, wenn ich mir das so im Nachhinein anschaue, dann alles andere als gerechtfertigt. Also das bestätigt meinen ersten Eindruck. Also wenn ich das so sehe, dann kommt es mir eher so vor, als wenn da kein Team mehr reingerinnt ist. So war es ja dann auch. Ja, wenn er da normal weiterspielen lässt, hat sich die Geschichte erledigt. Also verstehe ich nicht ganz. Das heißt nicht einmal ein Foul von Ihnen, geschweige denn, dass Florian Kainz den Ball schon unter Kontrolle gehabt hätte. Ach, von unter Kontrolle waren wir da, glaube ich, weit weg. Also man sieht ja, dass ich auf den Ball schaue, da Kainz von der Seite kommt und ja, wobei nicht einmal jetzt einen Vorwurf macht. Das war ein normaler Zweikampf, wenn man das so nennen will. Und ja, lass normal weiterspielen und fertig ist. Ja, diese rote Karte für Martin Ehrenreich, war das letztlich einfach die Schlüsselszene in dieser Partie? Kann man jetzt schwer sagen, natürlich. Wenn man gleich noch 2 Minuten einen weniger ist, soll man sich da bei einem Auswärtsspiel noch ausrechnen? Man muss alles umkrempeln. Man hat dann gesehen, sie waren kurz überfordert natürlich mit der Situation und dann haben sie sich eh gefangen. Also sie haben sich dann ein bisschen besser eingestellt auf das Ganze, aber es gehört dann schon sehr, sehr viel oder würde sehr viel Glück benötigen, da irgendwie den Ausgleich noch zu erzielen. Also das ist unglaublich schwer und war sicher eine Schlüsselsituation. Ja, fast über die gesamte Spieldauer Sturm eben heute nur zu 10. nach der roten Karte für Martin Ehrenreich. Was sagen die beiden Trainer nach dem Spiel? Live im Ernst-Happel-Stadion jetzt Franco Foda und Zoran Barisic bei Jörg Kühne. Beginnen wir vielleicht mit dem Sturmtrainer, Franco Foda. Hadern Sie los, wenn Sie wollen? Nein, ich muss hier nicht loslegen, sondern ich glaube, das hat jeder gesehen, es war keine rote Karte. Für mich war es noch nicht mal ein Foulspiel, beide Spieler gegen zum Ball. Martin Ehrenreich sieht Florian Kainz überhaupt nicht und sie berühren sich beide und normal hätte das Spiel ganz normal weiterlaufen müssen. Das war eine Schlüsselsituation und die zweite war das Tor kurz vor der Halbzeit. Das ist leider zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt
Punkt gefallen. Wir hatten nach dem Ausschluss dann 10, 15 Minuten große Probleme. Rapid hat dann vor allen Dingen selber die Flügel gespielt, hatten dann auch die ein oder andere Tormöglichkeit, um früher schon in Führung zu gehen. Diese Phase haben wir Gott sei Dank überstanden, haben uns dann so nach 20, 25 Minuten gefangen, hatten dann selbst eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Es war allerdings auch die einzige aus dem Spielverlauf heraus. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt auf Dreierkette plus zwei Außenverteidiger, dass wir einfach die Breite besser verteidigen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann wenig zugelassen, waren allerdings auch selbst nur noch bei Standardsituationen gefährlich. Noch zurück zur Anfangsphase, Zoran Barisic, was haben Sie gesehen in Minute 3? Ein Foul, eine berechtigte Rote? Ja, es war ein super Pass vom Schwabe in die Schnittstelle, nach einem super Laufweg vom Kenzi, der zwischen Verteidiger und Tormann gekommen ist. Und ja, es wurde dann eine Torschance vereitelt und deshalb ist für mich die Entscheidung in Ordnung. Robert Peric, was wäre ein Rapid ohne den momentan? Das wird man nächste Woche, also das wird man jetzt am Mittwoch sehen gegen Altach. Was glauben Sie denn? Gut, also ein anderer Spieler statt im Spielen, der brennt, der hungrig ist und der auch zeigen will und zeigen wird, dass er für uns, für unseren Verein, für unser Team sehr wichtig ist. Franco Foda, wie wäre denn Rapid heute zu knacken gewesen? Ja, mit 10 Mann war es schwierig, obwohl, wie gesagt, wir nach der Anfangsphase, nach den 20 Minuten uns gut eingestellt haben und dann auch nach der Systemveränderung in der Halbzeit. Aber wir hatten dann im Prinzip, wir mussten viel laufen, ja, ohne Ball, um einfach auch die Räume zu schließen. Wir haben auch trotzdem versucht, immer wieder auch vorne anzugreifen, nach vorne zu verteidigen. Und dann hat uns allerdings auch die Substanz dann im Spiel nach vorne gefehlt. Hat man den Gegner Zoran Barisic heute am Haken gehabt und ihn dann fertig gemacht? Sie wissen, worauf ich anspiele? Naja, wir haben zwar ein Spiel gewonnen und fertig gemacht haben wir den Gegner nicht. Einerseits haben wir uns das Leben selbst sehr, sehr schwer gemacht, indem wir nicht frühzeitig in Führung gegangen sind, beziehungsweise dass wir nicht nachgelegt haben. Schade, weil somit wären noch mehr Lockerheit in unserem Spiel drinnen gewesen und dann am Schluss, natürlich kann immer wieder etwas passieren aus einer Standardsituation, da ist natürlich Sturm Graz eine sehr gefährliche Mannschaft und das hätten wir uns alles ersparen können, wenn wir etwas effizienter vom gegnerischen Tor gewesen wären. Franco, wo ist Platz 2? In Zahlen 7, gefühlsmäßig irgendwie recht weit weg. Ja, das ist richtig. Wir waren jetzt nicht vom Glück begünstigt in den letzten zwei Spielen. Haben letzte Woche kurz vor Schluss noch ein Gegentor bekommen, haben da 2 Punkte liegen gelassen. Und ja, heute wurde leider das Spiel nach 2 Minuten von dem Schiedsrichter beeinflusst. Nochmals für mich keine rote Karte, für mich noch nicht mal ein Foulspiel, auch wenn es mein Kollege etwas anders sieht. Aber ich muss es trotzdem nochmal betonen. Weil ich halte mal zärtlich das Mikro hin. Nein, ist ja okay. Wir leben ja in einer Demokratie. Jeder kann seine eigene Meinung sagen, aber auch nicht durch die schwarze Brille gesehen, sondern objektiv gehen beide zum Ball. Es gibt einen Körperkontakt, aber wie oft passiert das im Spiel? Ich frage nichts. Nee, ich respektiere die Meinung von Franco. Noch einmal, jeder geht von seiner eigenen Subjektivität aus und es gibt einen Schiedsrichter, der entscheidet. Für mich war es ein Feiteln einer hundertprozentigen Torschance und deshalb geht für mich die rote Karte in Ordnung. Aber jeder soll so sehen, wie er will. Ist passiert. Wie gesagt, wir werden das Spiel nochmal analysieren für uns selbst, was wir in Zukunft besser machen können und was wir in unserem Spiel verbessern können. Noch ein letztes Thema, Zoran Barisic. Die Fans, die waren heute so brav. Ist ja schon toll, dass man darauf hinweisen muss. Wollen Sie ein Gesatzerl noch einmal bringen von der Vorwoche? Ja, ich möchte mich bei unseren Fans bedanken, die unsere Mannschaft wirklich toll unterstützen. Nicht nur da in diesem großen Happel-Oval, sondern auch auswärts. Auch bei den Auswärtsspielen sind sie immer wieder dabei und unterstützen die Mannschaft wirklich richtig toll. Und so kann's weitergehen. Das war okay. Ich darf mich bei den beiden Herren bedanken, Zoran Barisic und Franco Foda, retour zu euch. Ja, 2 Trainer, 2 Meinungen soll vorkommen. Ja, das ist normal. Jeder Trainer hat natürlich seinen Blickwinkel. Für mich Sturm heute die ersten 2 Minuten schlecht ins Spiel gekommen, weil gleich nach einem weiten Einwurf war auf einmal der Louis Schaub ziemlich allein vom Tor. Dann war der Superpass von Schwab und da war die Defensive von den Grazern schon in den ersten 2-3 Minuten ein bisschen verwundbar. Die rote Karte, auch wenn sie hart ist, sie war spielentscheidend, keine Frage. Aber Rapid hat sich dann das Leben schwer gemacht. Sie hätten müssen zur Halbzeit schon 2-3-0 führen, dann wäre das Spiel schon früh entschieden gewesen. Jeder hat seine subjektive Meinung. Schöner Satz. Von Zoki Barisic, völlig objektiv, Rapid auf Platz 2 in der Tabelle, derzeit also auf dem Champions League Qualifikationsplatz, Punkte gleich
mit Alltag heute 1:0-Sieger gegen Wolfsberg und Sturm und Austria hinken da schon ziemlich hinterher. Am Dienstag kommt es zum direkten Duell der beiden. Man darf gespannt sein. Ja. Es ist so, dass natürlich Sturm wirklich nicht vom Glück begünstigt war in den letzten zwei Spielen. Aber umgekehrt für Rapid unglaublich wichtig, diese drei Punkte heute wieder. Und ja, es wird der Abstand nicht geringer und das schmerzt, weil die Ziele sind ganz anders gesteckt. Und ja, wird ein spannendes Duell.